Wir stehen vom sogenannten Wächterhaus hier in Aflenz. Das ist eine Gedenkstätte in Erinnerung an das Konzentrationslager und den Rüstungsbetrieb im Zweiten Weltkrieg. Die Bewohner konnten hier nur mit einem Spezialausweis nach Aflenz oder hinaus. Ich habe in Leibnitz die Hauptschule besucht und habe jeden Tag müssen meinen Ausweis zeigen, sonst konnte ich nicht in die Schule gehen. Es gibt drei solche Stationen. Und das war der Hauptverkehrspunkt. Nach 1945 sollte meine Familie dieses Wächterhaus bekommen, als Entschädigung von der Firma Steirer Daimler Buch. Die Besitzer hier haben aber sofort das Dach weggerissen, damit das Gebäude dann unbewohnbar wurde. Und so ist eine Ruine entstanden. Die wollte ich als Bürgermeister einige Male wegräumen lassen. Es ist mir nicht gelungen. Und später ist daraus dann eine Gedenkstätte, dieser sogenannte Wächterhaus, entstanden. Ist heute noch eine Gedenkstätte mit einem Screen, der immer zeigt, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Also das Wächterhaus hat heute noch eine sehr geschichtliche Bedeutung.